Hallihallo und herzlich willkommen zu The Long Dark Bearfight. Nein. Ja, also, auf ein neues. Die Challenge The Hunted. Ich glaube, er wollte schon wieder hinter uns her. Okay. Wie gesagt, beim letzten Mal sind wir ja wieder ganz unrühmlich von einem Wolf aufgefleischt worden. Das möchte ich dieses Mal doch tatsächlich vermeiden. Wie allgemein ich es vermeiden möchte, überhaupt von irgendwelchen Viechern angeknabbert zu werden. Das tut nämlich weh. Muss nicht sein. Ich würde einfach ganz in Ruhe hier zur Jägerkabine, Hütte, meine ich natürlich, nach Mystery Lake wandern wollen. Ohne Probleme. Ganz gemütlich durch den Schnee stapfen, die Natur genießen und nicht ständig hinter mich gucken müssen, mich umdrehen müssen, um zu sehen, ob irgend so ein böser, hungriger Bär oder Wolf mich verfolgt. Auf dessen Speiseplan ich stehe. Finde ich nicht so toll. So, hier gibt's wieder allerlei Sachen zum Anziehen. Mittlerweile kennen wir uns hier in diesem Keller ja wirklich gut aus. So, ich würde mich auch gleich erstmal hinlegen, bevor ich irgendwas anderes mache, weil ich halt schon ziemlich exhausted bin. Machen gleich mal 6 Stunden schlafen. Und ja, es stürmt da draußen wieder. Ist ja nichts Neues. Wir schauen uns mal die Sachen jetzt an. Ja, wir sehen hübsch aus, oder auch nicht. Die Jeans sind ruiniert, aber die hier können wir noch anziehen. Socken. Socken. Wir haben sogar noch mehr Socken, dann ziehen wir natürlich die Socken an. Und sind die nochmal besser? Nee, nicht wirklich. Okay. Weste? Der Hoodie ist ruiniert. Ich glaube, das bringt nicht einmal irgendwelchen Bonus. Nein. Okay. Dann können wir ja auch gleich das auseinandernehmen. Genau wie die Jeans. Und dann können wir diese Jeans hier reparieren. Und dann müssen wir erstmal was trinken, wie ich sehe. Ein Liter Wasser haben wir. Okay. Die Klamotten, wie gesagt. Diese Unterhose sollten wir auch noch reparieren. Okay. Die Schuhe. Kann ich gar nicht, da fehlen dann die Zutaten.
So, hungrig und nochmal müde. Dann schlafen wir nochmal 4 Stunden. Draußen ist wieder starker Sturm. Hungrig sind wir diesmal. Dann essen wir gleich die Crackers. Und trinken danach noch etwas. Da es stürmisch draußen ist, legen wir uns auch noch mal 1 Stunde hin. Der Sturm hat noch nicht nachgelassen, dann schlafen wir noch 1 Stunde. Immer noch nicht. Ja, vom Müdigkeitswert können wir auch noch mal 1 Stunde schlafen. Dadurch können wir dann auch noch mehr Leben regenerieren. Okay. So, dann dasselbe Prozedere wie immer. Wir rüsten die Signalpistole aus, laden sie nach und begeben uns dann nach draußen. Die Sicht ist eigentlich ganz gut dafür, dass es schneit und Nacht ist. Dann nehmen wir wieder hier die ganzen Items mit. Das ist diesmal gar nicht so schlecht. Die Brechstange nehmen wir auch gerne. Der Kollege hat noch eine Mütze. Die würde ich dann auch gleich aufsetzen. Und als nächstes gibt es hier wieder diese Hängegirlanden zum Ernten. Die nehmen wir auch mit. Und dann kommt wieder der bekannte Kletterteil. Right. Can't feel my feet. Ist das so kalt? Jammert schon wieder rum, dabei sind es doch nur minus 25 gefühlte Grad. Ist doch noch warm. Okay, okay, okay. Ich bring dich gleich ins Warme. Wir sammeln noch ein paar Pilze. Jetzt kommt tatsächlich hier ein starker Sturm. Minus 46. Na dann verstehe ich auch, warum du hier so frierst. Dann gehen wir doch gleich mal hier rein. Jetzt war es wirklich kalt geworden. Okay.
Geht also mal wieder ein Schneesturm draußen los. Gerade noch rechtzeitig hier ins Warme gekommen. Ja, durchaus. Sportsocken. Ja, dann gucken wir noch mal nach unseren Socken. Die Sachen sind ja auch ganz schön nass geworden durch den Schnee. Die müsste man theoretisch trocknen neben einem Feuer. Wir nehmen das hier mal auseinander. Eigentlich müsste ich mich erstmal ins Bett legen, weil ich bei plus 1 Grad nicht an Wärme gewinne. Es ist aber auch ein Sauwetter da draußen, oder? Schlimm ist das. Ich dachte immer, die größte Gefahr in dieser Challenge sei der Bär. Und jetzt sind es die Wetterumstände. Durstig. Hier gibt es eine Soda. Dann kümmern wir uns mal weiter um unsere Sachen. Das können wir auch auseinandernehmen. Ich hoffe, das hatte ich jetzt nicht falsch gemacht. Ich glaube, den Sweater, den Pulli hätte ich sogar behalten können. Noch anziehen. Naja, gut, jetzt ist es zu spät. Socken haben wir jetzt alle an, aber die kann ich dann auch auseinandernehmen. So, die Schuhe kann ich nicht reparieren. Dann repariere ich jetzt die Unterhose. Achso, da ist es zu dunkel. Schade. Eine Fackel habe ich jetzt auch nicht. Ja, draußen stürmt es, da brauche ich nicht rausgehen. Das heißt, ich werde hier einfach weiter noch ein bisschen Zeit mir vertreiben. Hungrig und durstig. Dann essen wir die kalte Tomatensuppe. Dann können wir auch noch das Hundefutter essen. Noch mal schlafen? Kann ich noch mal eine Stunde? Ja, das geht. Der Sturm könnte jetzt aber auch mal wirklich nachlassen. Was habe ich denn hier wieder für ein Spawn bekommen? Dann zerlegen wir noch ein paar Sachen, um dann später Holz zu haben. Wenn wir draußen Feuer machen müssen, zum Beispiel. Irgendwie müssen wir uns ja die Zeit rumschlagen. Kann ich hier noch Stoff rausholen?
zum Sachen reparieren. Hier nochmal. Zwischendurch sollten wir vielleicht was trinken. Die Hose reparieren. Noch die Jeans reparieren. Okay. So. Dann müssen wir noch die Peaches öffnen, weil wir durstig sind und jetzt gar nichts mehr zu trinken haben. Das Problem ist, ich stecke hier ein bisschen fest. Das wird ja nicht schöner, das Wetter da draußen. Ich kann jetzt hier alle Nahrungsmittel noch öffnen und essen, wo es noch ein bisschen Flüssigkeit gibt. Aber jetzt bin ich auch satt, sodass ich nicht mal mehr essen kann. Das Wetter ist mistig da draußen, ich habe Durst. Die Runde läuft ja auch wieder wunderbar, würde ich sagen. Kann ich denn hier noch was craften? Das hier könnte man zum Beispiel craften. Da brauche ich ja nicht mal eine Werkbank für. Und noch normale Bandages würde ich auch gleich noch craften. Dann gleich noch eins machen. Und vielleicht noch ein Tinder-Plug. Das ist ja wirklich... Da weiß man gar nicht so richtig, was man hier tun soll. Können wir uns noch mal eine Stunde ausruhen? Durst haben wir. Das ist schwierig. Okay. Gucken mal, wie es draußen aussieht. Anders wird's ja kaum gehen. So ein mistiges Wetter. Und am Ende rennt der Bär auch noch hier rum. Ich würde jetzt auch gleich mal hier unten lang gehen,
Da macht dieser Seher hier eine... einen Knick. Entschuldigung, wenn ich gerade nichts sage, aber es ist einfach so laut in meinen Kopfhörern. Und ich versuche halt zu hören, falls nicht doch der Bär noch mich verfolgt. Ich weiß nicht, ob er auch irgendwie wetterscheu ist und bei diesem Sturm gar nicht mit unterwegs ist. So, jedenfalls müsste ich hier jetzt gleich hochkommen können. Richtung Farm. Höre ich hier schon wieder Wolf? Ich würde das jetzt hier mal anmachen. Weil ich nicht schon wieder von einem Wolf gefressen werden möchte. So, das müsste der Turm sein. Wir gehen einfach gleich in den Keller. Da wir jetzt auch einmal hier die Fackel anhaben, sehen wir wenigstens auch was. Wir bräuchten was zu trinken. Ich würde das jetzt mal noch ignorieren, da wir dann auch gleich aus der Toilette trinken können. Oh, das ist sehr gut hier mit den Sachen. Würde ich gleich mal anziehen. Okay. Es hat sich doch schon mal gelohnt. Sportsocken. Nochmal andere Socken. Antibiotika, das ist gut. Habe ich noch in den Schieber? Noch eine Flair, das ist auch gut. Ich habe die ja jetzt im Prinzip wahrscheinlich umsonst verwendet, weil doch kein Wolf in der Nähe war. Aber es klang halt kurz so. Und ich wollte da nicht schon wieder von einem Wolf gekillt werden. So, die Torch mache ich gleich mal. Und dann können wir ja... Oh, da oben waren noch Werkzeuge, die habe ich fast übersehen. Und dann würde ich jetzt ins Haus gehen. Noch eine Priber-Kurve braucht man nicht. Da reicht eine aus. Okay. Jetzt gleich erstmal was trinken aus der Toilette. Wir nehmen alles. Beziehungsweise wir können ja hier diese Soda trinken.
Okay. Haben wir das also auch geschafft. Sehr gut. Dann können wir uns hier in Ruhe umsehen wieder. Die Flare ist jetzt aus. Dann können wir die nämlich auch abwerfen. Die müssen wir ja nicht sinnlos mit uns rumschleppen. Die Cracker sind häufig an der Stelle zu finden. Okay. Ich würde sagen, da wir hier schon mehrmals gesehen haben, wie wir dieses Haus leerräumen, würde ich an der Stelle die Folge beenden, derweil natürlich aber für mich selber dieses Haus weiter durchsuchen. Das ist ja für euch dann beim dritten oder vierten Mal sehen sicher nicht mehr ganz so spannend. Deswegen würde ich das für euch rausschneiden. Und wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, werde ich das hier alles fertig durchsucht haben. Dann kann ich euch auch nochmal einen kurzen Überblick geben, was ich denn hier alles so gefunden habe, wenn es irgendwas Spannendes, Außergewöhnliches vielleicht ist. Sodass ihr dann auch gar nichts verpasst, wenn ich, was weiß ich, den Heiligen Gral hier finde oder so. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich würde das durchgucken, mich soweit auch schon ausrüsten, wenn es dann weitergeht Richtung Mystery Lake. Und dann sehen wir uns an der Stelle wieder, würde ich sagen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich sage tschüss und auf Wiedersehen. Und danke fürs Zusehen.